Spätestens seit dem Film Victoria ist Nils Frahm in aller Munde. Denn der deutsche Kinohit der diesjährigen Berlinale lebt ganz wesentlich von seinem Soundtrack und seinen Kompositionen. Einer immer größeren Fangemeinde ist aber schon längst klar, dass Frahms geniale Mischung aus moderner Klassik, Elektronik und Pop einzigartig ist. Das fanden dann auch die Organisatoren des berühmten Jazzfestivals von Montreux und luden Frahm in diesem Sommer ein. Was er in Montreux erlebte, erzählt er uns gleich. Zunächst ein paar Ausschnitte von dem gefeierten Auftritt. Ja, und vom Montreux-Festival jetzt direkt ins Tagesschau-Studio. Herzlich willkommen, Nils Frahm. Hallo. Ja, Montreux, das ist ja schon die ganz große Bühne, vor der Damien Rice spielen. Wie war's denn? Das war schön. Damien Rice habe ich auch kennengelernt. Die Stadt und das schöne Wetter, alles, was beworben wird, stimmt. Ist ein ganz tolles Festival. Hab früher schon als Musikinteressierter Konzerte von Montreux gesehen, von Miles Davis und Konsorten. Selbst jetzt da ein Video von zu haben, von dem Auftritt, ist ganz toll. Und wie haben die Zuschauer reagiert? Gut. Sehr positiv. Also es ist ja ein gemischtes Publikum aus aller Welt. Ich glaube, die meisten Leute sind eh froh, da zu sein. Deswegen ist es bestimmt auch ein Teil der Magie, dass die Leute genauso aufgeregt sind wie die Musiker. Und dann freuen sich einfach alle. Das macht's aus. Nun bist du ja ähnlich auch wie Damien Rice, jetzt aber kein klassischer Jazzmusiker. Und so eingefleischte Klassikfans würden wahrscheinlich auch sagen, das ist jetzt auch nicht wirklich klassische Musik, was du machst. Wie würdest du es selbst beschreiben? Ja, so ein Teller Buntes klingt ein bisschen profan, aber es geht im Prinzip um die Verbindung zwischen all diesen Dingen. Ich würde gerne Genres auflösen, miteinander verschmelzen, ohne dass man jetzt klar eindeutig sagen kann, was für Musik macht er. Das Einzige, was ich nicht mache, ist singen. Wobei manchmal summe ich so ganz leise, aber das ist eigentlich gar nicht gewollt. Und sei es, dass ich mit Klobürsten auf dem Klavier rumtrommel oder irgendwo die Sachen ein bisschen anders benutze, anders anfasse oder auch klassische Musik im Club spiele. Und dann im Club eher Klavier. Also wir können halt mit der Musik überall Konzerte machen, in allen möglichen Venues. Und mich reizt halt dieses bisschen zwischen den Stühlen zu sitzen, beziehungsweise zu stehen. Ja. Mir ist Nils Frahm zum ersten Mal aufgefallen mit dem Album Feld, was Filz heißt. Da gibt es ja eine ganz spannende Geschichte zum Hintergrund. Vielleicht kannst du die noch mal kurz erzählen. Ja, das war 2011 oder 2010, schon ein bisschen her. Und ich nehme tatsächlich immer noch in meiner Berliner Altbauwohnung auf und kennt man ja mit Nachbarn und Klavierspielen, ist ein Problem. Und ich dachte, weil ich eh meistens nachts arbeite und aufnehme, müsste ich das Klavier mal ein bisschen leise kriegen. Dann habe ich halt zwischen die Hämmer und die Saiten ein bisschen Filz angebracht oder so verschiedene Stoffe und habe dadurch halt den Klang so ein bisschen mumpfig gemacht, so ganz dunkel und ganz leise dadurch. Und dann habe ich wiederum Mikrofone ganz nah herangestellt, damit man überhaupt noch was hört. Und daraus kam dann so ein ganz seltsamer Sound, der nicht nach Klavier klang, nicht nach Gitarre, irgendwo was ganz anderes. Und die Leute, das rauscht dann auch und es klingt ganz seltsam. Ist jetzt kein besonders gutes Verkaufsargument, aber die Leute finden das alle ganz toll. Und das Klavier hatte dadurch nochmal so einen anderen Charakter, eine andere Seele, eine andere Sprache gefunden. Und mir war das gar nicht so klar, es war eigentlich eher eine pragmatische Idee, aber mich hat natürlich auch der Klang fasziniert. Ich möchte, dass ein Klavier auch heute noch anders klingen kann als das, was man schon kennt. Und es gibt so viel Klaviermusik, unermesslich tolle Klaviermusik. Da muss man sich was einfallen lassen, damit man noch raussticht. Ja, Berlin, du hast schon angesprochen, deine Wahlheimat, der hast du ja quasi ein kleines musikalisches Denkmal gesetzt mit dem Film Victoria. Schauen wir mal kurz rein in den Trailer. I want to go with you. Was ist denn das für eine Scheiße? Du sprichst kein Deutsch? I'm glad to be here in Berlin. Ja, im Film gibt es auch sehr viele sehr ruhige Passagen. Das sieht man in dem Trailer jetzt nicht. Da kommt die Musik besonders toll raus. Worauf hast du geachtet? Was war wichtig bei dem Soundtrack? Ich glaube, bevor man es falsch versteht, das Witzige war bei dem Trailer,
wollten die nicht meine Musik benutzen, weil meine Musik mal wieder zu ruhig war. Und um das Ding zu verkaufen, hat der Verleih gesagt, da müssen wir mal so was Knackiges reinmachen. Deswegen, ich bin nicht der Urheber dieser Musik jetzt im Trailer, aber die Musik da in dem Film, wenn man sich den Film anguckt, kann man hören, ist eigentlich hauptsächlich Klavier und Harmonium, so eine Art, kennt man wie so ein Akkordeon. Und dann hatte ich noch Freunde dabei, die haben mir geholfen mit Cello, Gitarre. Mir ging es darum, genauso wie der Film aufgebaut ist, mit der Musik zu arbeiten. Dazu muss man wissen, dass der Film in einer Einstellung gedreht wurde. Und ich wollte quasi im Studio was Ähnliches probieren, indem ich einfach einen Fernseher mit dem Film in Studioaufbau, die Musiker einlade. Und dann mussten die sich erstmal den Film angucken und währenddessen gleich losspielen. Das waren auch Freunde, ich kenne die, ich wusste, die können das. Aber die haben quasi den Film das erste Mal gesehen und in dem Moment schon ihren Beitrag geleistet. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz toll, wenn man mal Filmmusik macht, ohne den Film vorher zu kennen und weiß noch gar nicht, wie die Handlung ist, muss aber schon die Musik dafür spielen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das hat dann nach 19 Tagen auch dazu geführt, dass es dann eigentlich schon fertig war. Alle waren zufrieden. Und dann kam halt dieser Preis und dieser große Erfolg hinten dran. Und ich habe es den Film sehr gegönnt, weil ich denke, dass er radikal, wild, ungebürstet und mutig ist. Und ich finde es schön, dass es belohnt wird. Ja, das war ja nicht das einzige große Erfolgsprojekt dieses Jahr. Es gab Solo im März und im August dann Trans Friends mit deinem Freund Olafur Arnalds. Das Album ist ja ziemlich unkonventionell entstanden. Wie lief das denn eigentlich? Es gibt jetzt eine Kollaboration mit meinem isländischen Freund Olafur, genau, da haben wir schon früher was zusammen gemacht. Das muss man sich so vorstellen, wenn der dann irgendwie Konzerte in der ganzen Welt spielt, dann kommt er aus Island, Reykjavik, nach Berlin geflogen, ist dann erstmal in Zentraleuropa, von da aus kann er überall hin starten und dann wohnt er ab und zu bei mir und dann essen wir ein bisschen Pizza und irgendwann trinken wir ein Bierchen und spielen ein bisschen Klavier. Und dann dachten wir uns, weil das so viel Spaß macht, machen wir uns zur Aufgabe, einfach mal einen Abend komplett auf Kamera festzuhalten, natürlich auch aufzunehmen. Und dann haben wir uns irgendwie abends um 8 getroffen und haben bis morgens um 3 gespielt. Und daraus haben wir einen kleinen Film gemacht. Also die Musik entsteht quasi in dem Moment und man kann auch uns ein bisschen dabei zusehen, wie wir andere Sachen machen, wie kochen. Ich glaube, man sieht mich sogar auf der Toilette. Und ja, das ist sehr schön geworden. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, alles sehr entspannt, improvisiert. War das? So war das, ja? Ach, das war sehr freundschaftlich, ja. Es klingt sehr nett. Ich dachte auch, als ich es guckte, so ganz schön lieb die Jungs. Aber man darf sie nicht täuschen lassen. Also es gibt auch natürlich von ihm und von mir auch Live-Auftritte, wo dann alles gegeben muss. Wo es richtig abgeht. Was man in dem Film auch sieht, du hast es schon angesprochen, quasi das Schlafzimmer direkt neben dem Studio. Also Leben und Arbeiten, ist das eine Einheit? Ja, man muss dazu sagen, dass, glaube ich, die meisten Musiker aus einer Ecke kommen, wo sie nicht an Geld verdienen denken. Na gut, es gibt bestimmt auch solche, aber es war bei mir anders. Ich wollte halt Musik machen und außer Mangelung von Platz und Geld macht man das halt zu Hause. Und das ist natürlich auch eine perfekte Zeit. Kopfhörer aufsetzen, eine kleine Soundkarte kaufen, Computer ein bisschen aufnehmen. Und weil das so gut klappte, habe ich das auch dann ab dem Punkt, wo es dann zum Beruf wurde, einfach so gelassen. Weil ich dachte, es läuft, dann läuft's. Und ja, also arbeiten zu Hause, ich sehe das nicht so als Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ja privaten Arbeit bei mir verschmilzt, wobei man verliert dann beides, das Gefühl zum Arbeiten, das Gefühl komplett nichts zu tun zu haben, was beides Vor- und Nachteile hat. Ja, du hast es angesprochen. Wenn es läuft, dann läuft und es läuft ziemlich gut. Vielen Dank, dass du bei uns im Tagesschau-Studio warst. Nils Frahm. Danke.